Mein Name ist Anke Peuger. Ich bin Leiterin der Kommunikationsabteilung hier an dem Eidgenössischen Wasserforschungsinstitut EAWAG. Organisationen wie der EAWAG, die mit öffentlichen Geldern gefördert werden, haben einen wichtigen Auftrag. Sie müssen ihre komplizierten Zusammenhänge, ihre Erkenntnisse aus der Forschung einem breiten Publikum zur Verfügung stellen. Sie müssen also das, was sie erforscht haben, übersetzen in eine einfache Sprache. Das bedeutet, dass jeder Einzelne und jede Einzelne lernt, ihre Forschungsergebnisse einfach in Text, Bild und Grafik darzustellen. Was die grossmedialen Kanäle angeht und die grossmediale Kommunikation, ist das besonders wichtig für unsere Kommunikationsmitarbeiter. Sie müssen verstehen, wie sie Material aufbereiten für die verschiedenen Kanäle, was es für verschiedene Formatmöglichkeiten gibt, ob man mit Bild schafft, ob man mit Ton schafft und wie man diese Formate auch kreieren kann. Es ist durchaus auch denkbar, dass sich in der crossmedialen Kommunikation der eine Kanal und der andere ergänzen. Diese Fähigkeit, das herauszufinden, auf welchem Kanal ich welche Informationen auf welche Art muss darstellen, die muss ein Kommunikationsmitarbeiter an der EAWAG haben. Bei den Unternehmensvideos fokussieren wir uns stark fokussieren auf Videos, die wiederum komplizierte Zusammenhänge einfach darstellen. Das heisst, wir setzen auf sehr kurze, einfache Videos über Forschung, über Lehre, über Tätigkeiten von EAWAG-Mitarbeitenden. Wir haben gemerkt, dass in der Vergangenheit, in den letzten 5 bis 10 Jahren, die Bedeutung von Videos stark zugenommen hat, weil eine Generation heranwächst und auch in das Alter einer Forschergeneration kommt, die gewohnt ist, mit bewegtem Bild umzugehen und die erwartet, dass ihnen schwierige Zusammenhänge auch im bewegten Bild dargestellt wird. Eine Person, die an der EAWAG mit Kommunikation zu tun hat, im Bereich Kommunikation schafft, muss vor allem erkennen, was es überhaupt für Themen gibt. Und zwar, welche Themen sich für welchen Kanal eignen. Das schließt auch Social Media ein. Für die verschiedenen Kanäle muss die Person verschiedene Formate bedienen und muss die Formate auch können erstellen. Abgesehen davon, dass sie muss können schreiben oder ein Auge für ein gutes Bild oder einen guten Film, muss die Person auch auf Menschen können zugehen können. Ein introvertierter Mensch wird damit mehr Schwierigkeiten haben. Die Person muss also auch eine Kommunikationsfähigkeit für sich selber haben, muss sich selber präsentieren und wahrnehmen können.